Die einen auf der Mission, dritter Heimsieg im dritten Heimspiel, die Augsburger Panther. Die anderen, die Mannschaft von Doug Shedden, die Iserlohn Roosters, immer noch am fünften Spieltag auf der Mission, erster Saisonsieg. Die Roosters in Weiß mit der ersten gefährlichen Gelegenheit in dieser Partie. Jack Virtanen mit dem Pfostenschuss und direkt danach noch Brandon Drug mit der Nachschussgelegenheit, die dann geblockt wird. Da war Strauss Mann zunächst schon geschlagen, aber der Pfosten rettet. Und das tat er auch für Andy Jenicke auf der anderen Seite. Chris Collins hier mit dem Durchbruch vorbei an Jenicke, aber auch er scheitert am Torgestänge. Insgesamt beide Mannschaften mit ihren Gelegenheiten in der ersten Abschnitt. Die Quantität passte, die Qualität der Abschlüsse zunächst noch nicht. Strafe angezeigt gegen die Iserlohn Roosters. Florian Elias zielt ganz genau zwischen Pfosten und Kopf von Andreas Jenicke. Und der Ex-Rooster macht bei seinem ersten Saisoneinsatz gleich sein erstes Saisontor. Wird schön herauskombiniert von Hakulinen und Tosto und Florian Elias. Ganz genau zum 1:0 für die Augsburger Panther. Das ist auch das Ergebnis nach 20 Minuten. Sehr zur Freude zum Anhang im Kurt-Frenzel-Stadion. Augsburger Powerplay nach etwa der Hälfte des Spiels. Aber die Chance für Sven Ziegler, für die Iserlohn Roosters. Er wird da ganz vergessen, der Topscorer der Roosters, Hubert Labrie, chippt die Scheibe nochmal zurück in die Augsburger Zone und die Defensive komplett unsortiert. Nur Strauss Mann kann hier den Einschlag noch verhindern. Auf der anderen Seite Andy Jenicke genauso gut unterwegs, wenn nicht sogar noch besser als Strauss Mann. Dreimal ist er hier zur Stelle. Das werden wir gleich nochmal genauer sehen. Zunächst kommt Chris Collins einmal herum, schoner Safe Jenicke direkt danach zum ersten Mal gegen Sängerli und auch zum zweiten Mal klasse noch mit der Fanghand zur Stelle. Andreas Jenicke hielt den knappen Spielstand aus Sicht seiner Mannschaft in dieser Situation fest. So blieb es auch nach 40 Minuten bei diesem 1:0 für die Augsburger Panther. Tendent zufrieden. Zumindest mit dem Ergebnis, das auch höher hätte ausfallen können im dritten Abschnitt, wenn Jason Best diese Scheibe hier verwandelt hätte. Die Riesengelegenheit zur mutmaßlichen Entscheidung aus Augsburger Sicht. Viel freies Netz für Best, aber er scheitert an Andy Jenicke, der den rechten Schoner auf dem Eis hat in dieser Situation. So das Spiel weiterhin knapp. Und die Iserlohn Roosters weiterhin auf dem Vormarsch. Und Stanislav Dietz dann auch mit dem viel umjubelten Ausgleich. Iserlohn betrieb wieder, wie auch schon die vergangenen Spiele, viel Aufwand. Und diesmal konnten sie sich auch belohnen kurz vor Schluss. Stanislav Dietz mit dem Ausgleich, aber noch etwas mehr als 3 Minuten zu spielen. Erstes Tor im Iserlohner Trikot für Stanislav Dietz. Die Roosters mit dem Momentum eigentlich auf ihrer Seite, aber dann Chris Collins auf und davon, aber wieder heißt der überragende Andy Jenicke der Sieger in diesem Privatduell mit Chris Collins. Das wäre die sofortige Augsburger Antwort gewesen. So allerdings hieft Jenicke dieses Spiel in die Overtime, in der nichts passiert, und vor dem Penaltyschießen gab es noch kurz letzte Informationen für Jenicke. 1:1 nach 2 Schüssen. Best verschießt und Brandon Drug sichert den ersten Saisonsieg für die Iserlohn Roosters. Lässt Strauss Mann hier keine Chance, zieht ihn mit nach rechts und verwandelt dann mit der Rückhand zu den viel umjubelten ersten 2 Punkten für die Roosters um Doug Shedden. Und auch der Anhang feiert dies entsprechend. Eine Riesenerleichterung für Iserlohn. I mean, that's huge. We needed that. We've played some good hockey, but we just haven't been rewarded for it. So it's nice to get this one, and hopefully we can get on a little bit of a roll. But it's definitely a breath of fresh air. Well, anytime you're in overtime, it can go either way. It was a good game both ways. Nice overtime, lots of chances. And, you know, we just came up 1 goal short in the shootout. In Overtime oder Penaltyschießen kann immer alles passieren, sagt Ted Dent. Für seine Mannschaft, die Augsburger Panther, zumindest 1 Punkt. Und für die Iserlohn Roosters am 5. Spieltag endlich der erste Saisonsieg. Live bei Magenta Sport.